Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Wir stehen mitten in der Höhle, wo unsere einzige Begleiterin ja schon das Zeitliche gesegnet hat. Verdientermaßen. Verdientermaßen, sie hat uns bestohlen. Und take a look at the wall. You'll never know I'm here. You could get through. Hier durch. Dadurch, ich wollte aber eigentlich sagen, bei dieser Mauer zieht sich ein Spalt vom Boden bis zur Decke. Durch den Spalt weht ein leichter Luftzug. Nee, was ich sagen wollte, ist quasi die Falle überwinden, die er unsere Begleiterin getötet hat. Ah ja. Würde ich als das nächste Ziel ausmachen. Ja, aber erstmal die Mauer hier. Die werden wir nämlich jetzt mit Hammer und Meißel schwächen. Die Mauer schwächen. Du machst dich an die Arbeit. Durch deine Bemühungen werden die Spalten länger und breiter. Es geht schwieriger, als du erwartet hättest. Auf deiner Stirn bildet sich Schweiß. Und deine Muskeln beginnen zu schmerzen. Weiter an der Wand meißeln. Nach mehreren langen Momenten beginnst du auf der anderen Seite Licht zu erkennen. Nach einem letzten Schlag wackeln mehrere Steinblöcke und fallen schließlich heraus. Der dadurch entstandene Spalt ist gerade breit genug, dass du dich durchzwängen kannst. Zum Glück sind wir ein Zwerg. Ja, dann passt doch der andere nicht durch. Also. Na, speichern wir mal. Das kenne ich irgendwoher. Ich glaube, das habe ich in einem Video gesehen. Ich kann scout ahead, see what's around the corner. How can I help? Na, wenn er das schon so sagt. They'll never know I'm here. How can I help? Dann soll er das auch ruhig mal machen. Oh. Feind gesichtet. Er hat uns noch nicht gesichtet, wenn ich das richtig sehe. Ja, er guckt aber schon ziemlich in unsere Richtung. Ja, aber wir haben ja hier unter unserem Charakter diesen Kreis. Ja, wir sind hier versteckt. Ja, wir sind im Schleichmodus. Kann man hier so einen fatalen Rückenangriff... Oh, pass auf, die entdecken dich. Ja, ja, aber ich dachte, ich kann in seinen Rücken laufen. Dachte ich auch. Aber doch nicht. Wenn du oben rumgehst, vielleicht einem anderen. Ja, aber erkunden ist eher, sag mal, das Wichtigste. Dann geht's, glaube ich, weiter. Bin ja gespannt, ob das jetzt was bringt. So, jetzt werden wir entdeckt. Greif ihn an. Ja! So, wie viel hat er noch? Weiß ich nicht. Verletzt, Verteidigung. Ja, komm. Angriff. Ah. Dann lass hier den anderen auch. Ja, ja. Hol den auch ran und dann. Ah. Der soll vielleicht niederschlagen. Ja. Das macht ja auch Schaden, nehme ich an. Ja, durchaus. Gut, der andere ist gestellt worden. Oh, ich glaube, es hat nicht funktioniert, hä? Hm? Na, schwer verletzt ihn. Ja, doch jetzt. Hm. Die Todenahe. Verletzt. How can I help? Ausgezeichnet, richtig. So will ich jetzt, wenn ich krank bin, das auch klassifizieren, würde ich sagen. Leicht krank, schwer krank, dem Tode nahe. So Loot hatten sie nicht dabei. Ja, das sind ja auch wilde Tiere, das sollen die schon haben. Ich glaube, wir gehen mal zurück und versuchen, die Fallen zu entschärfen. Ginge das? Das weiß ich gar nicht. Oder hatten wir kein Werkzeug? Ich glaube, wir haben es gar nicht probiert. Ja, ansonsten probieren wir jetzt auch mal, wie viel Schaden so eine Falle macht. Ja, ich glaube, instant tot. How can I help? Ah doch, ihr kannt es entschärfen. Ist ja lässig. Be quiet. Found something. Also man kann nämlich nur in diesem Versteckungsmodus Sachen finden. Ja, das hatte ich ja auch schon festgestellt. Beziehungsweise es wurde uns gesagt in einem der Tooltips, die dann verbuggt waren. Ich glaube, das will nicht. Du konntest die Falle nicht entschärfen. Ja, vielleicht kann man es ja nur einmal probieren und dann schafft man es nie. Ja, muss man es halt einfach nur öfter probieren, um das rauszufinden. Ja, ich hab's 6-mal probiert. Ja, aber vielleicht war das nicht genug. Ja, die anderen... Nee, nee. Ich glaube, wenn man es einmal nicht schafft, dann schafft man es nicht. Gut, das wird wahrscheinlich irgendeinen zugewiesenen Wert haben. Und wenn man dann zu schlecht ist, dann läuft's halt nicht. Und das ist richtig gut, der Weg. Ich hatte mir... Ach, wir kommen noch von der anderen Seite dahin. Reichtümer... Ganz besondere Arten erhofft. Aber
War nicht. So. Wie viel Erfahrung? 500 und 1000 brauchen wir. Das heißt, es lohnt sich hier zu entschärfen für 10 EP. Ah, da steht. Ach, da steht ja, wie viel das bringt. Ja. Da kann man ja mal hier schnell entschärfen. Ob das auch den Entschärfen-Skill gleich mitlevelt? Ich denke nicht. Still worth a look. Ah, ich weiß es wirklich nicht. Woher auch? Ja, wäre albern, wenn man dann noch zusätzlich skillen müsste. Worth a look. Ja. Ich denke mal, es wird einfach nur Geschick abgefragt. So, durch die Tür können wir auch schon gehen. Meinst du, geradeaus geht's weiter? Jetzt haben wir schon drei Wege, wo wir lang können. Ah, dann gehen wir erstmal den ersten Weg lang, denn das wird kaum der sein, wo man lang muss. They'll never know I'm here. Oh, da ist irgendwas Blaues. Das roundish symbol. I'm pretty sure I saw it on one of the tiles back there. Ein rundliches Symbol. Probier mal aus, was das macht. Ja, ein gestalteter Kreis ist eingraviert. An ihrem Fuß steht eine unangezündete Feuerschale. Du könntest sie anzünden, wenn dir die Mittel dazu zur Verfügung stünden. Weggehen. Dann machen wir das noch nicht. Ja. Warum können wir das nicht? Ich denke mal, wir haben kein Feuerzeug. Aber wir haben doch eine Fackel, oder? Oder hat sie die alle mitgenommen? Ja, nee, die Fackel? Rüste meine aus, vielleicht geht's dann. Machen wir ein zweites Waffenset dann. Gehen, ja, siehst du? Ja. Ja, rasch entzünden sich die Flammen. Und die Flammen winden sich empor. Na schön. Hat die Fackel irgendwie eine begrenzte Lebensdauer? Nein, ich weiß auch nicht. Na, es passiert doch schon was Schlimmes. Da ist nichts passiert. Ja, wir müssen aber noch schätzen. Ja, ich dachte gerade, hätte was lila, rosa geleuchtet an dem Stein. Das war nur Magie der Flamme. Be quiet. So, die können wir nicht entzünden. Da sieht es mir irgendwie auch aus, als ob es da weitergeht. Da ist irgendein Feind. Geringerer schwarzer Schleim. Ah, super. Der hat den Tod verdient. Ja, wir laufen erstmal weg und erkunden. Haben wir denn eine Karte? Ja, sehr schön. Ach, guck mal. Ach, die ist sehr hübsch. Ja, ich denke, dann gehen wir mal hier Richtung Norden. Ja. Dann treffen wir wahrscheinlich hier. Ich nehme es stark an, ja. Vielleicht ist das so, weil man kann da lang gehen, falls er hier gestorben wäre. Und die andere hätte es bestimmt nicht entschärfen können. Ja. Naja. Die laufen nämlich doch auf Fallen, wenn man nicht aufpasst. Das ist... Zum ja. Glück speicherst du häufig. Sure. Oder hattest du gespeichert, wenn wir hoch sind? There's a draft coming through that wall. Gespeichert. I don't hear any sign of that storm either. Das hier ist schon alles entzündet. Ja, okay. Dann mal los. Sure. In jedem Spiel müssen Spinnen als Feind vorkommen, sonst ist das nicht komplett. Explosive Fässer kommen bestimmt auch noch. Hm? Ja, hoffentlich. Quar. Und Flieger. Ach, oh. Verletzt. Ja. Das Feuer ist gar nicht schlecht. Naja, er sollte seine Waffen. Das Feuer war gar nicht so miserabel, aber eigentlich sogar ziemlich gut. Jetzt verbrannt? Ja, ich denke. Sollten wir mit Feuer kämpfen. Gegen Spinnen auf jeden Fall. So, was hat der? Ja, ein bisschen Ausdauer verbraucht. Das ist nichts Schlimmes. Right. Ausdauer ist schlimm. Wenn die Ausdauer aufgebraucht ist, dann müsste man auch kämpfen. Ja, er hat ja noch 26 von 30. Das ist ja... Ist ja nix. Ach, eine große Spinne. Oh nein, wir werden entdeckt. Ah, doch nicht. Gut, da ist das, wo wir... Nee. Ist noch gar nicht das, wo wir da... Ah, doch, wir werden hier dann... Ja. Das hätten wir auch fertig erkunden können, aber jetzt töten wir erstmal die Spinne. Große?
Oh nein, alle. Sie hat uns. Vielleicht wieder mit Feuer? Ah. Ja, ja. Die Große versuchen wir erstmal umzuhauen. Hm? Und dann töten wir erstmal die Kleine. Ja. Warum macht er das nicht? Ich glaube, er wurde dann von der Spinne im Nahkampf gebunden. Ach, uncool. Ja, die Kleine scheint schon tot zu sein. Vielleicht kann er es auch einfach nicht benutzen an der Großen. Könnte hier sein. Hm? Also, er sollte weglaufen. Was ist denn, wenn man tot ist? Take him down! Und dann ist man tot. Für immer. Ja, also es gibt schwere Wunden, aber wenn man denn, wenn er jetzt nochmal angegriffen wird, ist er für immer tot. So, wir treffen sie einfach nicht. Rüst mal Feuer aus. Das ist schon einfach was. Ja, ja, ich wollte aber hier auch noch den Kolben da reinziehen. Kriegt sie Feuerschaden? Nicht, dass ich wüsste. Weil er hatte da irgendwie so ein Heilegerät. Ja, wir müssen einfach rasten. Das ist alles. Ach so. Ja. Nehme ich an. Nee, warte. So, ja. Was hat der denn? Leichte Müdigkeit. Ja. Ja, für die kleine Spinne unten wird es mal reichen, oder? Da links war eine Lupe in den Steinen. Dann untersuchen wir den mal. Im Netz hängen Fledermäuse. Groß wie Hühner. Das sind wahrscheinlich, wie nennt man diese Flughunde? Flughühner? Flughühner. So ein Helm, den können wir gebrauchen. Denn wir haben ja noch nichts. Boah, das sieht ja echt gefährlich aus. Wie so ein kleines, dickes, kämpfendes Kind. So sehen Zwerge aus. Achso, haben wir ein paar Edelsteine. Typisches gefunden. Zwergenglück, Edelsteine zu finden. Hm. Frechheit. So, alles erkundet hier. Dann geht's zurück. Alles erkundet. Na, jetzt Vorsicht. Hm. Right. Was er macht. Es ist gut, dass pausiert, wenn das passiert. Dann kann man schnell laden. Bevor noch Schlimmeres geschieht. Ja, man könnte auch danach laden. Hm? Oder währenddessen. Nein, dann ist man ja schon tot. So. Beide haben ja aber natürlich Gesundheit fehlt ihnen etwas. Aber ich denke, ja, das ist noch vertretbar. Wer weiß, was da jetzt kommt. Ich meine, wir haben ja jetzt hier die ganzen Kämpfe am Stück gemacht. Wir können ja auch speichern und laden, falls es nicht klappt. Und vielleicht kriegen wir ja auch Lebenspunkte durch den Levelaufstieg. Dann verschwenden wir nichts. Nice and slow. Ein schwarzer Schleim. Noch ein schwarzer Schleim. Ja. Bäh. Ist ekelhaft. Ey, macht irgendwie viel wenig Schaden. Ja, Schleim ist wahrscheinlich gegen Stichwunden. Ja, das kann sein. Ja, wieder das rein und dann einfach wieder raus. Ah, ja. Und die Wunde schließt sich sofort. Aber wir haben ja hier guten Blut. Ne. Giftplasma. Was du hier als guten Loot versuchst zu verkaufen, finde ich ziemlich müllig. Naja. Wir müssen das Adjektiv zu Müll. Müllig? Wertlos. Ja, na, wertlos trifft sie aber nicht. Irgendwer kauft bestimmt Giftplasma. What's that muck on the wall? Das ist Giftplasma. Dieser zähflüssige und ölige Trick bleibt an allen kleben. Diese Wand läuft ein viskoser Teppich einer schwarzen, teerartigen Flüssigkeit hinunter. Die Formen und Ausbeulungen im Schlamm lassen vermuten, dass etwas darunter liegt, aber du kannst nicht erkennen, was genau. Oh, ein Gesicht. Den Schlamm mit deinem Wasserschlauch abwaschen.
Oh nein, unsere letzten Vorräte. Du spülst den Schlamm weg und deckst das plastische Relief eines Männergesichts auf. Der umgebende Sonnenschein ist stellenweise abgeplatzt, lassen die Einzelheiten seines Kopfes, von den dichten Locken bis hin zu seinen Furchen, seiner Spitzohren, immer noch bemerkenswerte Handwerkskunst erkennen. Eine Augenhöhle ist leer, die andere füllt ein Juwel. Wir platzieren unser Juwel, was wir gefunden haben. Die Kammer beginnt zu poltern und verstreute Felsbrocken tanzen über den Fliesenboden. Letztendlich stürzt ein großer Wandbereich ein. Ausgezeichnet. Und ich bin schon gespannt, was da drin ist. Ein Feind. Den bekämpfen wir in der nächsten Folge. Ein geringer schwarzer Schleim. Man darf gespannt sein, ob wir es schaffen mit unserem fast vollen Leben. Und dann geht's weiter. Bis dahin.